Eine alleinerziehende Mutter hat einen Einbruch gemeldet. Florian Winter und seine Kollegin Heidi Matera übernehmen die Ermittlungen. Ist das die Melderin schon? Ja. Das könnte sein. Sieht so aus. Hallo. Ich vermisse mein Kind. Ich glaube, bei mir ist eingebrochen worden. Okay. Zum Glück sind sie da. Okay. Eingebrochen und ihr Kind ist weg. Ich vermute, an der Türe habe ich Spuren gefunden. Okay, was? Gut, gehört das Brecheisen irgendwie dazu? Das habe ich hier bei mir im Flur gefunden. Das habe ich jetzt einfach auf die Bank gelegt. Okay. Kann ich mal gucken hier an der Tür? Ja, bitte. Hier von meinem Sohn. Guck mal hier. Die ganzen Schulsachen liegen hier im Flur. Das ist. Ja, ich gehe gerade mal durch. Ja. Alles ein bisschen eng. Ja. Die Schulsachen. Da ist auch Blut auf den Schulsachen. Ja, da ist ja ein bisschen. Ich bin nach Hause gekommen. Das ist geh völlig rein, untypisch. Bitte. Normalerweise ist der schon so die Uhrzeit. Die Tür war angelehnt. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich mache mir sofort Sorgen. Okay. Ja, jetzt erstmal ruhig. Also wir werden den Job hier. Wir geben unser Bestes. Auf. Sie kommen jetzt gerade von der Arbeit und Ihr Sohn, wie heißt der? Dario. Okay, Dario, der wäre von der Schule zurückgekommen. Ja, richtig, genau. Und der hätte jetzt hier sein sollen. Der hat einen eigenen Schlüssel, der geht selber rein. Genau. Dario. Wie alt ist der? Ja, 9 Jahre. Der ist 9 Jahre, okay. Ja. Gut, und seit wie viel Uhr vermissen Sie ihn? 14 Uhr. 14 Uhr. Also der kommt immer kurz vor mir nach Hause. Okay. Und dann treffen wir uns hier und das klappt immer gut. Ja. Und die Tür stand offen und... Wollte er sich mit irgendwem treffen? Wissen Sie da irgendwas von? Nee, hat er nichts gesagt. Wer wohnt noch hier im Haus? Niemand, nur wir zwei. Ich wohne seit einem Jahr hier mit meinem Sohn. Okay. Ich bin getrennt von meinem Mann und habe auch das alleinige Sorgerecht. Okay. Mhm. Und ja, wie gesagt, und im Flur liegen seine Schulsachen auf dem Boden. Das ist ja völlig untypisch. Ja, ein bisschen seltsam. Ja, hab ich habe schon gesehen, überall geguckt. Also ich gebe da immer eine Fahndung raus. Ja. Wollen wir noch mal in sein Zimmer oder was gucken? Gerne, ist vielleicht da irgendwas verändert oder hat er was mitgenommen oder weiß der ja alles? Nee, jetzt so richtig geguckt habe ich noch nicht. Sie haben nur einmal quasi durchs Haus gerufen. Genau. Weil nicht, dass er sich irgendwo versteckt oder sowas, ne? Okay, dann gucken wir lieber noch mal im Zimmer, wer weiß. Ja. Manchmal gehen die ja abenteuerliche Reise und packen ihren Krempel. Ne? Oh, aber ganz ruhig kriegen wir schon. Aber die Bürokauffrau ist kaum zu beruhigen. Zumal im Zimmer ihres Sohnes gleich 2 schockierende Entdeckungen auf die 37-Jährige warten. Gut. Heidi. Was ist denn da? Das ist auch noch Blut. Okay, bleiben Sie ganz ruhig jetzt. So, was? Mal gucken, was hier sonst noch ist. Ein Zettel, was liegt hier drauf? Das ist mir eben gar nicht aufgefallen in der Aufregung. Was steht da? Ich hasse dich, Mama. Deswegen hau ich jetzt ab. Hatten Sie einen Streit? Nee, das ist auch gar nicht mein Sohn, seine Schrift, ehrlich gesagt. Okay, alles ein bisschen seltsam. Computer ist noch an. Anscheinend hat er gerade noch gespielt. Ich habe so eine Angst, nicht, dass der Vater was damit zu tun hat. Ja, gab es da schon öfter Vorfälle mit dem Vater? Ja, also wie gesagt, ich habe das alleinige Sorgerecht. Das passt ihm nicht. Und das ist so ein Lebemensch. Und der setzt meinem Sohn immer Flausen in den Kopf. Und okay. Nicht, dass er ihn irgendwie abgeholt hat oder so. Ich habe auch schon 2-mal versucht, ihn anzurufen. Ob Dario bei ihm ist, der drückt mich immer weg. Der Vater, also ihr Ex-Mann. Richtig. Wir müssen mal versuchen, ob die Leitstelle irgendwie erreichen kann oder so. Sagen Sie mir gerade mal den Namen. Peter Kerner. Heidi Matera gibt die Fahndung nach dem vermissten 9-Jährigen raus und weist die Leitstelle an, den Vater des Jungen sofort zum Haus seiner Ex-Frau zu schicken. Ja, dann würde ich sagen, warten wir jetzt. Oh, ich glaube, da kommt der Papa. Peter, hier. Herr Kerner, was ist los? Was ist hier passiert? Was hast Kommen du wieder? Kommen Sie mal ruhig hier rein. Erstmal ganz ruhig. Kannst du mal kurz stoppen? Geht jetzt schon wieder um die scheiß Go-Kart-Fahrt? Du bist völlig am Rad. Was hast du mit unserem Sohn gemacht? Ich mit unserem Sohn? Du spinnst wohl. Hallo? Unser die Sohn Polizei ist nicht hier. Da. Hier ist eingebrochen worden. Wer soll das sonst gewesen sein? Jetzt sind wir mal alle still und machen mal eins nach dem anderen. Ja. Möchtest du aufklären? Mach du ruhig. Der Sohn wird vermisst. Sie ist jetzt heimgekommen. Wie? Tür... Dario oder wer? Ja, wenn ich auch... Ja, muss ja. Ja, darf ich weiterschwätzen? So. Hören Sie mal. Ja, also, schwätzen Sie. So, die Dame, heimgekommen, der Sohn ist nicht da. Ja, Sie sind ja der Vater. So, Tür ist beschädigt. Im Flur liege Schulsache und ein bisschen Blut. Jetzt haben wir oben geguckt, war er auch... Wie Blut? Was hast du mit ihm gemacht? Ja, gar nichts hat sie wahrscheinlich gemacht, wenn sie uns auch noch ruft. Ist ja gut, dass er uns gleich gerufen hat. So, jetzt fragen wir Sie, wissen Sie was? Hat er Sie heute angerufen? Ist irgendwas vorgefallen? Warum sollte er? Ne. Der Mechatroniker lügt.
Vater und Sohn hatten nämlich sehr wohl Kontakt. Und die Mutter des vermissten Neunjährigen kann das auch eindeutig beweisen. Was ist da? Wie, was ist da? Chatverlauf. Mario, der schreibt mit dir, ne? Ach so, ja. Ja, klar. Ja, und so logisch, dass er mit mir schreibt. Darf ich mal ganz kurz, ich weiß nicht. Na, wie geht's dir, kleiner Mann? Geht's so? Ich muss gleich in die Schule. Vielleicht können wir uns ja am Wochenende treffen. Ich find's doof, dass wir uns nur selten sehen. Kannst du nicht nochmal mit Mama reden? Und dann sagt der Papa, lass uns doch einfach zusammen abhauen. Ja. Dann sagte er, das wäre fein. Oh. Ja, aber, hallo? Mal genauer hinschauen, da ist ein Emoji, ein Zwinker. Also, ich würde ja wohl nicht mit meinem Dario abhauen. Also, haben Sie was getrunken? Nein, aber ich möchte jetzt mal echt wissen, was jetzt wirklich los ist. Wo hast du Dario gelassen? Wo ist der? Peter, echt keine Ahnung. Ich mache mir voll die Sorgen. Bist du runterfahren? Ja, jetzt die geschiedenen Eheleute, die haben jetzt auch nicht den besten Umgang miteinander gehabt. Also ich meine, die Mutter war natürlich aufgeregt. Der Peter Kerner kommt hier rein, hüpft auch gleich aus der Hose. Ne? Der Kontakt besteht anscheinend nur übers Kind. Und ich denke mal, kann man sich da nicht zusammenreißen, wenn die Frau, die Ex-Frau anruft, das könnte ja was mit dem Kind sein, muss er sie gleich am Telefon mal wegdrücken, kann er das nicht mal anhören. Das sind doch Kinderreihe, oder? Also das Wichtigste ist, dass man den Bub jetzt findet. Ich versuch's, das anonym. Er ist auch ein bisschen nervös, die Frau. Ist ja kein Wunder hier bei dem Getricht. Das ist nicht hin. Ja, ich meine, tut mir auch leid. So. Ich keine jetzt Ahnung, wer da angerufen hat. Wird mir also, so wichtig gewesen. Es tut mir leid, ich meine, ich liebe meinen Sohn über alles. Ja, und wir ich weiß, das auch ist mal die Mutter von meinem Sohn. Und ja, wir haben jetzt auch eine Fahndung rausgegeben, ne, dass ich denke, wir sind jetzt hier. Was ist das denn? Kerner? Hallo? Ist er das? Dario? Bein gebrochen. Was? Bitte? Du hast ja ein Bein gebrochen. Wo bist du denn, Dario? Am Spielplatz, auf der Rutsche. Bei uns vorne auf der Ecke, oder was? Das was? Ich hol dich ab. Bleib, beweg dich nicht. Papa ist auch hier. Wir kommen dich abholen. Okay? Los, hast du doll Schmerzen? Bleib mir am Apparat, Dario. Und wie ist das denn passiert? Sind da noch Freunde von dir? Nein, ich bin nur runtergefallen. Reden Sie weiter, reden Sie weiter. Wir gucken. Mach dir keine Sorgen, wir kommen. Sie bleiben hier. Ja? Okay. Reden Sie mal weiter mit ihm, wenn es geht. Mensch, du armer Papa. Hey, Dario, alles gut bei dir? Ja, das Telefonat. Wie soll ich das am besten beschreiben? Das war ein Versuch des Jungen, die Eltern und uns auf eine falsche Fährte zu locken. Er hat aber nicht darüber nachgedacht, dass seine Stimme nicht nur durch das Telefon zu hören ist, sondern das Haus war nicht so super gedämmt. So konnten wir mehr oder weniger das Telefonat in Stereo hören. Nur wir wussten nicht genau, wo die zweite Stimme herkam. Die eine kam aus dem Telefon, die zweite Stimme mussten wir erstmal so ein bisschen orten, wo die aus dem Haus herkam. Und in der Tat, es hörte sich nach Keller an. Wir machen die Türe mal leise zu. Sie bleiben hier, kein Ton. So, dann werden wir jetzt mal Richtung Spielplatz, ne? Okay. Hallo? Ah, wen haben wir denn da? Die Polizei. Jetzt mal in das Action. Jungs, komm mal raus so aus der Ecke. Was ist denn mit dir? Geht's dir gut? Bist du der Dario? Ja, ich bin Dario. Was ist passiert? Also ich bin von der Schule nach Hause gekommen. Ich mach die Tür auf. Also die Tür stand richtig weit offen. Und auf einmal höre ich richtig laute Geräusche aus meinem Zimmer, von meinem PC halt. Und auf einmal sehe ich ihn da halt sitzen. Ihn? Ja, dann habe ich ihn gefragt, was er halt da macht. Ja, und dann ist er halt auf mich losgerannt und hat mich auf die Nase gehauen. Aha. Okay. Ist er Nachbar oder woher kennst du den? Ja, der ist mein Nachbar. Mhm. Okay. Hör mal, deine Mama ist oben. Sollen wir mal hochgehen zusammen? Ja, bitte. Ja? Dann mach dir mal keine Sorgen. Aber ich gehe mal mit ihm hoch. Komm, bringst du ihn mit ja, hoch? Dann geht stellen wir ihn zu, oben zur Rede. Geht und ihr zuerst nach oben? Hoch. Oben ist deine so, Mama. Sie sind der Herr? Max. Herr Höpper. So, Herr Höpper, wir gehen jetzt gleich mal nach oben, ja? Sie gehen vor mir. Okay. So. Dass ihrem Sohn nichts Ernstes zugestoßen ist, erleichtert die Eltern sehr.
Das Motiv des Nachbarjungen macht das geschiedene Paar hingegen fassungslos. Jetzt sag bloß, du bist hier eingebrochen. Ja, meine Eltern sind schuld. Mann. Hast du eigentlich einen Knall? Weißt du, was du meinem Sohn für einen Schrecken eingejagt hast? Warum brichst du in unser Haus ein? Das war gar nicht so geplant, dass er dann da noch aufgekreuzt ist und... Was war denn geplant? Wolltest du leerräumen oder was? Nein, aber ich habe die letzten Tage gehört, dass er eine neue Spielekonsole bekommen sollte und meine Eltern haben mir meine weggenommen und ich kann einfach nicht anders. Also du hast echt einen Schaden. Ja, aber vielleicht wird das wohl seinen Grund haben, dass deine Eltern dir die Spielekonsole weggenommen haben. Ja, also ich muss sagen, der Max, also der hat nicht mehr so alle Tasse im Schrank, würde ich sagen. Weil der geht hier einfach zu der Nachbarschaft hier, macht die Tür auf hier, ballert den Kleinen um, will da an der Spielkonsole rummachen. Ne? Ich weiß nicht, was für Bewusstsein die jungen Leute heutzutage haben. Ne? Kann man da nicht mal fragen oder höflich sein? Muss man da mit der Axt im Walde da gleich mal rumrennen? Also es geht gar nicht. Hoffentlich kriegt der richtig Kassala von den Eltern. Als der Teenager plötzlich seine Nachbarin nach Hause kommen sah, geriet er in Panik, schrieb schnell die Notiz und flüchtete mit dem Neunjährigen in den Keller. Zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Mit dir gehen wir jetzt gleich mal zu deinen Eltern. Das gibt auch wahrscheinlich ein bisschen seelische Achterbahn. Ne? Das, ja, das. Wenn man Blödsinn gemacht hat, sie müssen das nicht so lachen. Entschuldigung. Ja, wenn man Blödsinn gemacht hat, muss man auch dazu stehen. Ne?